Hallo Freunde und willkommen zurück zu unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Vadim und auf diesem Kanal findet ihr die besten Immobilien zu den bestmöglichen Preisen hier an der Costa Blanca. Und heute, meine Freunde, bin ich extra nach Benidorm gefahren, um euch ein wunderschönes Reihenhaus hier zu zeigen, in einer wunderschönen Anlage mit sehr viel Grün, Kakteen, Pflanzen, Palmen und ist typisch im Mediterran-Stil gebaut mit drei Schlafzimmern, zwei Badezimmern, einem Gäste-WC, Parkplatz. Wir haben wirklich eine wunderschöne, ruhige Anlage. Wir sind in der Nähe von Benidorm, in Finistrat, also in der Nähe von Finistrat, in der Organisation Sierra Cortina. Und wir haben hier ungefähr 7-8 Blocks mit jeweils 5 Reihenhäusern in jedem Block. Das heißt, wir haben wirklich eine schöne Anlage. Also ich bin hier wirklich, es gefällt mir hier zu sein. Wir haben viel Grün, wir haben sogar da hinten Meerblick. Wir haben einen wunderschönen Pool und es erinnert einfach an Urlaub, hier zu sein. Also ich denke mal, für 265.000 Euro ist wirklich ein guter Preis, denn wir haben in der Nähe, wird Neubau gebaut und da fängt ein Bungalow, wo 200 Stück sind, für 280.000 Euro an. Hier in der Nähe. Und hier könnt ihr so ein Reihenhaus wie das da, was ich euch gleich zeigen werde, es befindet sich in diesem Block hier, für 265.000 Euro erwerben mit drei Schlafzimmern. Und die Bungalows für 280 sind mit zwei Schlafzimmern. Also ihr seht, es ist ein großer Unterschied. Etwas älter, klar, aber es ist typisch mediterran gebaut. Und so eine Anlage brauchen die nicht mehr. Also sowas machen die einfach nicht mehr. Und da haben wir hier wirklich eine schöne Anlage, die noch früher gebaut worden ist, wo die halt sich noch richtig Mühe gegeben haben und verschiedene Pflanzen hier gebaut haben, gepflanzt haben und alles Mögliche hier gemacht haben in dieser Anlage. Okay, also jetzt gehen wir mal zum Block. Wir haben dort einen Parkplatz und ich zeige euch mal alles von außen. Komm mit. Die Immobilie befindet sich im Block hier auf der linken Seite und wir haben insgesamt 5 Immobilien in diesem Block mit jeweils einer vorderen Terrasse, einer hinteren Terrasse und natürlich einem Parkplatz, der sich übrigens da hinten befindet. Für den Preis von 265.000 Euro ist es wirklich ein sehr fairer Preis, denn wir haben wirklich sehr viel Privatsphäre, es ist sehr ruhig. Wir haben viel Platz, wir haben 2 Etagen, wir haben 3 Schlafzimmer, wie ich bereits erwähnt habe. Und das ist die hintere Terrasse. Etwas ungepflegt, ja, denn die eigentlich nur leben hier nicht, die sind hier nicht. Und haben deswegen halt den Platz hier freigelassen. Also wir haben hier nur Erde, wir müssten hier entweder Fliesen legen oder halt einen Rasen. Es gibt hier ein Bewässerungssystem, welches erlaubt, die ganzen Pflanzen und die ganzen Büsche hier zu halten, weil es normalerweise nicht üblich ist, dass man hier in einer Organisation so viel Grün hat. Also normalerweise sind sie wirklich faul und haben keine Bewässerungsanlage, haben keine Büsche, keine Pflanzen, alles irgendwie Kunstrasen und so weiter. Aber hier in dem Fall haben wir wirklich sehr viel Grün. Okay, kommen wir mit rein. Wir haben hier den Eingang und natürlich, was ich gern mag, direkt, ich komme rein und ich habe direkt einen Flur hier. Also wirklich, Leute, aus Deutschland, Schweiz, Österreich, ihr wisst, Flur normal bei uns, ja. Hier hat man nie einen Flur. Also man kommt sofort in das Wohnzimmer rein, direkt. Wohnzimmer oder Küche. Man muss auch die Schuhe auch im Wohnzimmer ausziehen, normalerweise. Hier haben wir einen schönen, wirklich großen Flur mit Gäste-WC. Wir haben 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und Gäste-WC hier in der unteren Etage, also im Erdgeschoss. Dann haben wir hier die getrennte Küche, viel Platz, Fenster, kleiner Essbereich und hier hinten haben wir einen Abstellraum bzw. einen Raum zum Wäschemachen, also Waschmaschine und auch einen kleinen Abstellraum, was natürlich sehr gut ist, denn wir können hier zum Beispiel unsere Wäsche machen und die Waschmaschine benutzen, Tür zu machen, dann hören wir das nicht. So, großes Wohnzimmer, wirklich groß. Also, normalerweise hier in Spanien, wie ihr wisst, bei uns in der Gegend sind die Wohnzimmer super klein. Wir haben ein großes Sofa. Wir haben Essbereich da hinten, wir haben eine eingebaute Klimaanlage oben, wir haben eine große Fernsehwand. Also ist wirklich viel Platz hier. Okay, und dort haben wir die andere Terrasse, die hintere Terrasse oder die vordere Terrasse, wo wir natürlich einen Sitzbereich haben. Wir haben hier einen Abstellraum, eine Abstellkammer und natürlich hier Echtrasen. Wie man es aus dem Garten kennt, Leute, wie man es aus dem Garten kennt, mit einem Orangenbaum. Wir haben echte Orangen dort. Hier, guck mal hier, Orangen. Hast du gesehen vorher? Echte Orangen und es ist wirklich selten, Leute. Grün und Garten und Büsche und Rasen, das ist hier selten, denn die Sonne
ist hier extrem heiß. Wir sind jetzt gerade im 2. 3. März oder 5. März sogar. Und wir haben gerade, ich glaube, um die 20 Grad. Wir haben hier Aussicht zum Pool, wir haben hier Kakteen, verschiedene Pflanzen, Palmen. Dort hinten haben wir sogar Meerblick zwischen den Gebäuden. Und Freunde, persönlich, ich finde sowas für 265.000 Euro viel angenehmer als diese, als die Neubauten, die hier in der Nähe gebaut werden, wo man 200 Stück Bungalows nebeneinander hat für 260.000 Euro oder 280.000 sogar Euro. Hier hat man wirklich für einen günstigeren Preis für 265.000 Euro Parkplatz, schönes Reihenhaus, Garten vorne, hinten, richtig schöne Anlage und natürlich eine Top-Gegend, ruhige Gegend, wo wir schön uns ausruhen können und wir wirklich hier eigentlich nichts, ja, einfach ruhig hier und schön. Okay, und jetzt kommen wir wieder mit rein. Wir schauen uns mal das zweite Stockwerk an, wo wir die drei Schlafzimmer haben, oben. Und ja, kommen wir mit hoch. Okay, wir haben hier Treppen, die zum zweiten Stockwerk führen. Und wir haben hier zwei kleinere Schlafzimmer. Das ist das kleinste Schlafzimmer, Kinderzimmer mit Aussicht zu den Bergen aus dem Fenster. Also schöne Aussicht. Und dann haben wir hier das zweite Schlafzimmer, etwas größer als das andere, auch mit Aussicht zu den Bergen. Und ja, Tisch zum Arbeiten, Einbauschrank, also alles auch hier vorhanden. Dann haben wir so einen kleinen Flur. Das erste Badezimmer mit Badewanne für die beiden Schlafzimmer. Ja, müsste man eventuell neu machen. Ich würde es neu machen. Und dann haben wir hier das dritte Schlafzimmer, das Hauptschlafzimmer mit Einbauschränken, Badewanne, also Badezimmer mit Badewanne und natürlich hier das Hauptschlafzimmer mit einem großen Fenster und Aussicht zum Pool und zu den ganzen Palmen und Kakteen, Aussicht zum Meer, also wirklich super schön. Und ja, das war's mit dem Video und mit der Videotour hier aus Benidorm in Sierra Cortina aus der Organisation. Und ja, folgt dem Channel, also folgt uns auf YouTube, liked das Video und falls ihr mehr sehen möchtet oder falls ihr sogar besichtigen, was kaufen möchtet an der gesamten Costa Blanca, schreibt uns eine Nachricht. Wir sind eine deutsche Agentur hier in Spanien und wir helfen euch durch den gesamten Kaufprozess. Wir haben eine hauseigene Anwältin, Accessorie, also Solicitor haben wir in-house. Wir machen ungefähr 20 Verkäufe im Monat, also wir haben schon Ahnung, was wir hier in Spanien machen. Und wir machen Videos auf YouTube, TikTok, Instagram, wir sind überall vertreten. Also wie gesagt, jede Woche bekommt ihr Videos hier auf diesem Kanal, sei es, ob ihr es mögt oder nicht, oder ob es weniger Klicks gibt. Wir sind immer hier, um euch Sachen zu zeigen. Also abonniert den Kanal und ich fahre extra hier aus Benidorm raus, also bis nach Benidorm, 1,5 Stunden gefahren, um euch dieses Objekt hier zu zeigen, heute auf YouTube. Also, liked das Video, falls ihr Fragen habt, meldet euch. Bis zum nächsten Mal in Spanien.